Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei, meine Dinkelbrötchen zu backen und ich habe da einen neuen Trend entdeckt und zwar Mehlschablonen. Und die möchte ich heute ausprobieren. Ich habe jetzt mir hier mal bei Amazon welche bestellt in Blumenoptik. Das sind verschiedene. Ich bin jetzt gleich gespannt. Ich werde mir da nochmal ein paar schöne aussuchen, die ich jetzt auf die ich Lust habe. Und dann dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit und wir gucken, ob das gelingt. Wir legen jetzt mal die nächste Schablone zusammen drauf. Guck mal, dass es ein bisschen hält. An den Seiten geht es halt nicht ganz so runter, aber es stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. So, Mehl drauf. Und jetzt ganz vorsichtig hochheben. Cool. Bin gespannt. So, jetzt schaut mal, so sehen sie jetzt aus. Und ich bin dann echt gespannt, wie die aus dem Ofen rauskommen. Meine Brötchen sind fertig und ich zeige euch mal direkt das Ergebnis. Also ehrlich gesagt, fürs erste Mal finde ich es nicht schlecht geworden, ehrlich gesagt. Ja, bin mal gespannt, wie das Mehl hält. Was meint ihr? Gefällt's euch?